Damit sie sich nicht nur wohl, sondern vor allem sicher fühlen, verfügt der neue 911 über ein umfangreiches Sicherheitskonzept. Es ist dafür ausgelegt, das Wichtigste am neuen 911 zu schützen, die Insassen, aktiv und passiv. In allen 911-Modellen serienmäßig das weiterentwickelte Porsche Stability Management, PSM. Es zeichnet sich durch zwei zusätzliche Funktionen zur Steigerung der aktiven Sicherheit aus. Die Vorbefüllung der Bremsanlage für ein schnelleres Erreichen der maximalen Bremsleistung und den Bremsassistenten für maximale Verzögerung bei einer Notbremsung. Die Bremsen der Modelle mit 3,6-Liter-Motor wurden weiter optimiert. Die schwarz eloxierten Bremssättel sind durch die geschlossene Bauweise jetzt noch steifer. Die Bremsscheiben wurden vergrößert für eine nochmals gesteigerte Bremsperformance. Auf Wunsch erhältlich die im Motorsport erprobte Keramikbremsanlage Porsche Ceramic Composite Brake, PCCB. Ihr Hauptvorteil ist eine Gewichtsersparnis von etwa 50% gegenüber vergleichbaren Graugussscheiben. Das bedeutet geringere ungefederte und rotatorische Massen. Für mehr Bodenhaftung, eine bessere Bremsperformance sowie noch mehr Agilität. Darüber hinaus bietet die PCCB eine sehr gute Fading-Stabilität durch konstant hohe Reibwerte. Ein besonders effektiver Beitrag zur aktiven Sicherheit, das auf Wunsch erhältliche neue dynamische Kurvenlicht. Es ist um bis zu 15 Grad nach außen schwenkbar. Fahrbahnverlauf und Hindernisse können so auf kurvigen Straßen deutlich früher erkannt werden. Für hohe passive Sicherheit verfügen die neuen 911-Modelle über insgesamt 6 Airbags. Full-Size-Airbags für Fahrer und Beifahrer sowie Thorax- und Kopf-Airbags des Porsche Side Impact Protection System, POSIP, mit integriertem Seitenaufprallschutz. Für mehr Sicherheit und Komfort sorgt die neue Generation des optionalen Reifendruckkontrollsystems, RDK. Nach jeder Reifenbefüllung sowie nach jedem Radwechsel wird der aktualisierte Reifendruck jetzt noch schneller angezeigt. Für maximalen Bedienkomfort ist das neue Porsche Communication Management, PCM, jetzt mit einem 6,5 Zoll großen Touchscreen ausgestattet. Die Anwendung ist so funktionell wie innovativ, kurz, einfach. Das neue PCM bildet die zentrale Steuereinheit, beispielsweise für Radio, CD, DVD, Soundeinstellungen, Bordcomputer oder das auf Wunsch erhältliche Navigationsmodul mit eingebauter Festplatte. Neue optionale Möglichkeiten. Ein integrierter 6-fach-CD-DVD-Wechsler, die universelle Audioschnittstelle zum Anschluss von beispielsweise iPod oder USB-Stick, ein digitaler bzw. analoger TV-Tuner oder ein Bluetooth-Telefonmodul sowie die neue Sprachbedienung für die komfortable Ganzworteingabe von beispielsweise Navigationszielen oder Telefonbucheinträgen. Das optionale Bose Surround Sound System ermöglicht jetzt Musik von Audio- und Video-DVDs im Discrete 5.1 Surround Sound wiederzugeben für ein beeindruckendes Klangerlebnis. Für ein hervorragendes Sitzklima, auch bei sehr hohen Temperaturen, sorgt die neue optionale Sitzbelüftung. Die Intensität lässt sich bequem in 3 Stufen verstellen. Die auf Wunsch erhältliche Lenkradheizung bringt an kalten Tagen einen deutlichen Komfortgewinn. Die CW-Werte von 0,29 bis 0,30 der neuen 911-Modelle stehen für hervorragende Aerodynamik und damit auch für hervorragendes Design. Denn beides ist bei Porsche untrennbar. Die äußeren Lufteinlässe des neuen Bugteils wurden vergrößert für höhere Kühlleistungen und eine noch dynamischere Optik. Bei allen 911-Modellen nun serienmäßig die Bixenon-Scheinwerfer mit Scheinwerferreinigungsanlage.
Die Blinker und das in LED-Technik ausgeführte Tagfahr- und Positionslicht befinden sich zusammengefasst in der separaten Bugleuchte. Das Design ist unverwechselbar 911 bei Tag und Nacht. Die vergrößerten Außenspiegel bieten einen noch besseren Blick nach hinten. Die markanten neuen Heckleuchten sind weit in die Kotflügel gezogen und laufen nach außen spitz zu. Auch sie verfügen über LED-Technik. Die Vorteile: hohe Leuchtkraft und ein extrem schnelles Ansprechverhalten. Der nachfolgende Verkehr wird somit früher gewarnt. Die neuen Edelstahl-Endrohre sind formvollendet in das neue Heckteil eingebunden. Die Basismodelle verfügen über neu gestaltete 18-Zoll-Räder. Das Kürzel S. Bei Porsche seit jeher ein Bekenntnis zum Leistungsgedanken. Daran hat sich auch beim neuen 911 Carrera S nichts geändert. Die Werte sprechen für sich. 3,8 Liter Hubraum, 385 PS, 283 kW. Und ein maximales Drehmoment von 420 Newtonmeter bei 4400 Umdrehungen pro Minute. Bemerkenswert, die CO2-Emissionen konnten auch hier vor allem durch DFI modellabhängig um bis zu 14% gesenkt werden. Nach lediglich 4,7 Sekunden ist die 100 km/h-Marke erreicht. Mit dem optionalen PDK vergehen sogar nur 4,5 Sekunden. Kombiniert man das PDK mit dem optionalen Sport-Chrono-Paket Plus, so wird der Sprint von 0 auf 100 km/h in nur noch 4,3 Sekunden absolviert. Erst bei 302 km/h endet der Vortrieb. Hohe Motorleistung erfordert ein überlegenes Fahrwerk. Nur so ist es möglich, die Kraft 1:1 auf die Straße zu übertragen. Serienmäßig in den S-Modellen und auf Wunsch für die Basismodelle erhältlich das Porsche Active Suspension Management, PASM. Ein System zur elektronischen Verstellung der Stoßdämpfer. Es regelt aktiv und kontinuierlich die Dämpferkraft für jedes einzelne Rad, abhängig von der Fahrweise und der Fahrsituation. Der Fahrer kann dabei zwischen zwei Programmen wählen, Normal und Sport. Zudem ist mit PASM die Karosserie um 10 mm abgesenkt. Die Steigerung? Das neue, optional erhältliche PASM-Sportfahrwerk mit einer Tieferlegung um 20 mm und mechanischer Hinterachs-Quersperre. Für eine nochmals erhöhte Fahrdynamik, verbesserte Traktion und eine noch sportlichere Optik, ohne deutliche Komforteinbußen. Aufgrund der Mehrleistung gegenüber den Basismodellen sind die rot lackierten vier Kolben-Monoblock-Festsättel größer und verstärkt. An der Vorderachse kommen größere Bremsbeläge und dickere Bremsscheiben zum Einsatz. Optisch unterscheiden sich die 911 Carrera S-Modelle von den Basismodellen durch die Doppelendrohre und die kraftvollen 19-Zoll Carrera S2-Räder.